Ja, wir sind hier in einem Stadtteil von Hamm im Blexen am Außendeich und wir haben heute einen Wahlkadaver geborgen im Sommerwald mit dem städtischen Bauhof der Stadt Nordenham. Ja, die Schwierigkeiten sind natürlich, dass so ein Wal reißen kann, weil er schon länger gelegen hat. Dann haben wir natürlich hier richtig, ja, ich will nicht sagen die Kacke am Dampfen, was ist dann so? Es kann halt, können halt immer unvorhergesehene Sachen passieren. Ja, wir sind mit knapp 20 Helfern hier vor Ort, haben dann mit einem Stapler, der geländegängig ist, den Wal mit angepickt, mit einem Bagger der Stadt Nordenham und haben dann den Wal auf eine Mulde verladen und auf dieser Mulde im Hintergrund ist der Wal jetzt und wird dann weiter zur Entsorgung gebracht. Thank you.
Der tote Wal hängt am Haken. 7 Meter lang, 2,5 Tonnen schwer, 1 Meter noch, bis er vollständig über der LKW-Ladefläche ist. Aber dann. Unschöne Panne einer Bergung. Die hatte am Morgen eigentlich gut begonnen. Gegen 9 Uhr rückte das technische Hilfswerk Nordenham mit 20 Mann am Weserufer an und zog den Wal aus dem Schilf. Problemlos. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er sich irgendwie auseinander zerteilt, der Wal. Und dann hätten wir eine große Schweinerei gehabt. Langsam sind sie es deshalb danach angegangen. Der Wal musste zum Abtransport auf einen LKW verladen werden. Spektakulär, besonders der Absturz. Für das große Tier war es wohl doch ein Gurt zu wenig. Der Wal blieb in einem Stück. Ein Schubs mit der Baggerschaufel und die Panne war behoben. Das Tier trat anschließend seine letzte Reise an. In Rothenburg wird es zu Mehl und Fett verarbeitet.